Die müssen den Haufen über. Die waren hinter der Lauf. Ja. Okay. Emma, ja. Jens, einmal noch mit dran. Halt! 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 Bleib auf deinem Punkt. So. Das ist immer noch im Attention. Anleihen weiter. Wenn dann so das Leute auch das sehen. So, wir möchten euch von der Artillerie recht herzlich begrüßen hier. Wir haben hier eine kleine Demonstration vor. Und zwar wird immer wieder gefragt, wann ist ein Geschütz sicher und wann ist es nicht sicher? Das ist ja eher das Vorführen, oder? Und zwar generell erstmal zu den Sicherheitsabständen. Jetzt einfach mal jemand raus, der mal 50 Meter vor die Kanone geht, damit man ungefähr mal einen Eindruck hat, wie weit die 50 Meter sind. Nehmen wir jetzt einfach mal einen aus der zweiten Reihe, er guckt mich gerade so schreckhaft an, stell dich mal auf 50 Meter. Ist nicht schlimm, kannst du nur verkehrt machen, deswegen stell dich mal bitte dahin. Battery in place, rest. Hin, also er war geschickt, er hat die Schritte abgegangen, hat mitgezählt. Also das sind 50 Meter, das ist der Gefahrenbereich der Kanone. Das heißt, alles was in der Kanone drin sein kann, macht bis dahin Aua. Nur mal so als Information, das gleiche gilt jetzt zeitlich von der Kanone. Wir machen oft Sachen wie durch die Geschütze durchgehen. Durch die Geschütze durchgehen. Funktioniert nur, wenn man dementsprechend zeitlichen Sicherheitsabstand hat. Wenn die Kanone geladen ist, geht das überhaupt nicht. Weil bei einer geladenen Kanone habe ich auch rechts und links von dem Geschütz 10 Meter Sicherheitsabstand. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, bin ich ungefähr hier, das Ganze nach rechts und links, dann sieht man, was für ein Gefahrenbereich da ist. Deswegen sollte man diese Zeichen, die wir am Geschütz haben, sollten alle kennen, auch die nicht zuhören. Weil das ist unsere Sicherheit, das ist eure Sicherheit. Das ist nicht zum Lachen, mal zuhören. Und dafür machen wir das Ganze. Im Endeffekt, wenn man jetzt hier so ein Geschütz hat, wir haben also ein Zeichen geändert, was international gemacht wird. So, wenn die Kanonen, also wenn die Rammer und Kretzer gekreuzt sind, ist das Geschütz sicher. Da ist, passiert nichts. Es gibt allerdings internationales Zeichen, wo dann die Kanoniere rechts und links stehen und die Rammer kreuzen. Ja, vergessen wir ganz schnell, machen wir hier in Deutschland nicht. Also das würde dann so aussehen, was wir jetzt, aber das gibt es hier nicht. Das gibt es hier nicht, das ist nur international. In Amerika machen sie das oft mal, wenn ein Geschütz unsicher ist. Ich möchte es nur kurz erklären, nicht, dass es heißt irgendwann, ja, die machen das aber anders. Weil einfach zu verwechslungsnah ist
mit der Sache, wenn die, also wenn vorne der Rammer und der Kretzer vor dem Kanonenrohr gekreuzt werden. Das dazu, wenn die Kanone steht. Also wenn die Kanone steht, Rammer und Kretzer davor ist gekreuzt, kann man problemlos da durchgehen. Kein Problem. Was man nicht machen sollte, während im Gefecht, wenn die Geschützmannschaft so dasteht, ist der Bereich zwischen Protze und Kanone absolutes Tabu. Weil das ist der Bereich, wo die Kanoniere arbeiten und da kann man sich nur im gegenseitigen Weg rumstehen. Deswegen, wenn, immer hinter der Protze und auch nicht mit Zigarette, denn auch ein bisschen Ohr machen. So, jetzt übergebe ich mal an Wolfgang, der macht jetzt mal das erste Zeichen und ich erkläre, was es im Endeffekt ist. Ja, wir wollen, wenn das Schiff geladen ist, Daniel, einmal auf die Radnabe. Wenn wir schon 45 Grad drehen, dann kriegen wir auch was mit. Okay. Jetzt sieht man hier, wenn der Rammer auf der Radnabe steht oder oben auf dem Rad, je nach Kanonengröße, ist das Geschütz unsicher. Das heißt, entweder geladen oder, was man noch deutlicher erkennt, wenn da hinten so ein rotes Fähnchen winkt. Das ist nicht, weil die uns winken, weil wir so schön sind, sondern dann ist ein Missfire. Das heißt, absolut den Sicherheitsbereich, den wir da unten haben. Du darfst auch wieder hochkommen. Aber guck mal jetzt. Also den Sicherheitsbereich, den wir nach vorne und nach der Seite haben, bitte einhalten. Das heißt, auch wenn geplant ist, dass die Truppen durchgehen oder überrannt wird, in dem Fall nein. Weil das kann, muss nicht, aber kann auch machen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle wieder gesund nach Hause kommen. Wenn sowas ist, dass das Geschütz sicher ist, dass man zum Beispiel so abbrecht, ist das meistens mit den Offizieren abgesprochen oder mit den Truppen abgesprochen. Das heißt, in dem Fall ist weder da hinten die rote Fahne, noch der Rammer steht senkrecht, sondern da ist der Rammer quer. Mach mal quer. Nein, oben so. Das große T. Also wenn der Rammer so ist, ist das Geschütz sicher. Das heißt, ihr könnt also auch in den Sicherheitsbereich eintreten und man kann das Geschütz auch überrennen. Man sollte darauf achten, wenn man sowas macht, dass auch die Geschütze, die daneben stehen, das sind ja meistens 2, 3, vielleicht auch mal 4, dass alle das haben. Weil es nützt nichts, wenn 3 Geschütze sicher sind und eins ist nicht sicher und man läuft auf das nicht sichere Geschütz zu. Nur weil man sieht, aha, alle 3. Das heißt also in dem Sinn, ist es auch so bei den Offizieren, bei den Artillerieoffizieren, wenn das abgesprochen ist, machen wir auch diesen. Das heißt, dann ist es sicher. Wenn wir das nicht machen, nicht in den Sicherheitsbereich reintreten, das könnte schlimme Folgen haben. Das sind jetzt die Grundsätze, wo wir darauf achten sollen. Wir wollen es auch nicht ausdehnen. Ganz kurz, 2 Sachen habe ich noch. Dann dementsprechend machen wir kurz den Rammer hoch. Wenn es dann kurz vorm Feuern ist, gehen natürlich die Kanoniere weg von dem Geschütz, etwa 1 Meter. Das heißt nicht, dass das Ding jetzt wieder sicher ist, sondern dann wird gleich gefeuert. Das heißt, wenn dann, geht euch mal genauso hin. Ja, Daniel, du auch. Also wie gesagt, dann sind wir wirklich kurz vorm Schuss. Nicht, dass dann einer glaubt, und das Ding ist runter, wir können das doch. Und zweitens, bei einem Missfire bleibt wirklich nur der vorne stehen, Daniel, bleib mal stehen, und der Rest geht ja zurück an die Limba. Also da ist wirklich, da haben wir auch keine Kontrolle mehr über das Geschütz. Das kann losgehen, kann auch nicht losgehen. Nur das mal so kurz nochmal zur Ergänzung. Danke. Ansonsten wünsche ich allen, auch im Namen von Jörg. Einen guten Krieg. Viel Spaß heute. Der Wettergott hat es ja mit uns gut gemeint. Wir haben heute optimales Reflektorwetter. Und eine scheiß Prophezeiung. Ja, Jörg schwitzt immer. Ach, da bist du ja. Der Angstschweiß bei ihm. Sind dazu noch irgendwelche Fragen? Hat irgendjemand noch Fragen zu der Artillerie, zu dem Geschützen vom Abstand her, die es gefährlich sein kann? Gut, wir werden das regelmäßig, also alle 2, 3, 4 Reenactments machen.
mal wiederholen. Wir werden das wieder mal ins Gedächtnis zurückrufen, weil es kommt auch der eine oder andere Neue mit dazu. Und es schadet nichts, wenn man das immer wieder mal ins Gedächtnis zurückgerufen wird, damit das in Fleisch und Blut übergeht. Dann übergebe ich wieder an die Kommando und wünsche euch viel Spaß. Ich habe wieder abgeschlossen, ja.